war ein Außenseiter ohne Führerschein. Seine Mutter eine Hausfrau gut gebaut. Er hatte in der Schule keine Freunde, denn er hatte eine sehr sensible Haut. Sie nannten ihn Anita und sie sagten, er sei schwul. Und er hätte sie am liebsten abgeknallt. Doch er hatte nur ein wackeliges Taschenmesser und das verlor er irgendwo im Wald. Anita war ein Junge und er hat oft geweint. Er war ein Opfer, doch der liebe Gott hat es gut mit ihm, hat es so gut mit ihm. Er wechselte die Schule, alles wie gehabt. In jeder Pause lag er auf dem Boden. Sie warfen seine Brote in den Lüftungsschacht und am Rektor prellte er sich beide Hoden. Ja, er stand meist im Abseits, nur nicht im Sportverein. Er wollte stürmen, doch er musste Manndecker sein. Im Freibad sah er Mädchen, sie lachten über ihn. Er stand im Nichtschwimmerbecken mit Gewaltfantasien. Und er hat oft geweint. Er war ein Opfer, doch der liebe Gott hat es gut mit ihm, hat es so gut mit ihm. Und jetzt sehe ich ein Bild von ihm hier in der Zeitung stehen. Anita ist jetzt Manager, ist das nicht wunderschön? Seine Firma fusioniert mit einer anderen großen und er bedauert die vielen Arbeitslosen, ich glaube ihn natürlich. Ich weiß, dass er nicht lügt. Er weiß ja, wie das ist, wenn man unterliegt. Anita war ein Junge und er hat oft geweint. Er war ein Opfer, doch der liebe Gott hat es gut mit ihm, hat es so gut mit ihm gemeint. So, so. Hat es so gut mit ihm, hat es so gut.